Wie Pech und Schwefel, wie Hopfen und Malz, halten wir zusammen. Du, Noah, sag mal, riechst du das auch? Hier stinkt's doch. Stimmt. Riecht nach Schwefel. Wie an Silvester. Ja, hast recht. Könnte aus der Kiste da unten kommen. Ey, Nami. Guck mal. Das ist Martin Luther. Ja! Das ist der Beweis. Endlich! Luther war in Grünberg. Sei gegrüßt. Hier hast du die Briefe, die du von mir gefordert hast, mein lieber Spalatinus. Morgen reisen wir weiter nach Markt. Hol eine Wasserschüssel und bereite die Rasur vor. Danach geht es weiter nach und werden. Haut von der Sonne gefärbt, Hände von Arbeit gegerbt, aber ihr nächstes Kleid verbirgt sie nicht, die Schönheit scheint in diesem Gesicht. Wär ich doch von niederem Stand, ich hielt um ihre Hand. Wenn ich ein armer Knecht nur wär, wie sehr würd ich sie begehren. Eis, viel zu kalt und zu heiß, sollten uns nie begegnet sein. Was könnten wir für uns sein? Wir wären Jauchen Wein, wir wären Blut auf neuem Schnee. Sollten uns nie begegnet sein.
Sag mal, Noah, kannst du mir mal sagen, was Martin Luther in Grünberg wollte? Naja, also Luther kam aus Worms vom Reichstag und wollte über die Kurze Hessen zurück nach Wittenberg. Die Kurze Hessen, die verlief hier an Grünberg vorbei und deshalb hat wahrscheinlich der Landgraf auch hier seine Burg gebaut. Weil du musst wissen, die Kurze Hessen, die war damals eine total wichtige Handelsroute. Die hat die Messen von Frankfurt und Leipzig miteinander verbunden. Da waren total viele Händler unterwegs und die haben hier bei den Handwerkern vor Ort hauptsächlich Geld dagelassen. Früher war hier fast in jedem Haus ein Wirtshaus. Das hat natürlich auch Leute eingelockt, die nicht so willkommen waren. Also Diebe, Räuber und sonstiges Gesindel. Und naja, da war auch alle möglichen an fahrendem Volk unterwegs oder wie man die damals eben genannt hat. Fahrendes Volk hast du gerade gesagt, ne? Ja. Oh, ich glaube, da kommt ein ganz besonderes Exemplar um die Ecke. Von Frankfurt nach Sachse, auf der lange, kurze Hesse. Durch Stock und Stein, durch Spitzen und Grillen, bei Wind und bei Wetter und bei Schnee und bei Regen. Fahre ohne Geleit und kein Weg ist viel zu weit. Räuber und Gesindel, wollen wir nach Bündel. Nur in Grimmig, da will keiner was von mir. Und ich bleib vor der Tür. Stu-lap-a-toodle-a-doo. Hu-lap-a-hu-lap-a-lap-a-toodle-a-doo. Hu-lap-a-hu-lap-a. Pack dein Gold und zisch ab. Wir kaufen nix im Sack. Aber Besen für den Dreck, Salz und Pfeffer für den Speck, den Hammer für den Schmied und das Vögelkriegst ein Lied. Der Pfaff ein neues Hemd und ein altes Testament. Der Schuster kriegt sein Leder und der Lehrer eine Feder. Es wird aus fernem Land Düfte und Gewürze, Riesenstiel aus Strom und Holz geschnitzt und Wurzelfüchte. Und ich bleib vor der Tür stehen. Vor der Tür stehen. Du lappe doodle du. Hu lappe, hu lappe, lappe doodle du. Wir kaufen nix im Sack. Lappetoodle-a-doo. Hu-lappa, hu-lappa, lappetoodle-a-doo. Hu-lappa, hu-lappa, pack dein Gold und zisch ab. Pack dein Gold und zisch ab. Wir kaufen nix im Sack.
Spezialist. Ich glaube, das war jetzt wirklich mal ein historisches Ereignis. Ich muss wirklich zugeben, ich finde es jetzt ja doch ein bisschen interessant, mal zu sehen, naja, wie sich so ganz normales Leben halt früher abgespielt hat. Ich meine, im Geschichtsunterricht, da liest du in den komischen Büchern immer nur was von irgendwelchen Kaisern und Königen und Feldherr XY und was die angeblich alles so geschafft haben, als ob. Ich meine, Pharao Schlag mich tot hat seine Pyramiden bestimmt nicht selbst gebaut. Hände geschunden und verletzt. Große Namen stehen für jedes große Werk, aber wer tut die Steine auf dem Berg? Wir kennen die Namen der Fürsten und Regenten, die Namen der Kaiser und der Präsidenten. Sie herrschten über Reiche auf der halben Welt, aber wer hat ihre Felder bestellt? Geschichte schrieb. Hört, 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 wer hat es verdient? Wir kennen einen Namen zu jedem großen Berg, aber wer trug die Steine um den Berg? Sie forschten und lehrten die Mönche in den Klöstern, wer fütterte die Säue der teuren Seelentröster? In den Büchern stehen nur die Gelehrten, aber wer Wer hat es verdient? Wir können einen Namen zu ihm.
für 400 Jahre reicht es nicht mehr. Aber bleib ruhig. Noah, mir ist kalt. Und oh, ich krieg auch ein bisschen Hunger und müde werde ich auch irgendwie. Und ich habe ein bisschen Angst. Aber du musst doch keine Angst haben. Nee, klar, du bist ja da. Wusstest du eigentlich, dass der Diebsturm früher mal ein Gefängnis war? Nee. Ich dachte, ein Einkaufszentrum. Oder eine Kletterhalle. Nee, hier wurden hauptsächlich die Täter eingesperrt, die zum Tode verurteilt wurden. Spitzeninfo. Ist überhaupt schon mal jemand lebend rausgekommen? Nami, wir müssen irgendwie diese Kiste hier aufbekommen. Vielleicht kann das uns ja weiterhelfen. Aber wie? Oh, nee. Die ist echt fest zu. Warte, lass mich mal. Du kriegst sie eh nicht auf. Oh, nee. Mm-mm. Keine Chance. Warte mal. Nee. Ach, guck mal. Oh, ich glaube, die ist verriegelt. Da steht auch was drauf. Warte mal. Oh, ist schon ein bisschen... Mm. Oben, nicht werfen. Oh. Toll. Aber da ist ein kleiner Spalt, ne? Ja. Ja, vielleicht. Du, ich hab da vorhin so ein Eisenscharnier irgendwie im Fenster liegen sehen. Ich guck mal, ob ich da rankomme. Vielleicht kriegen wir die aufgehebelt. Könnte funktionieren. Hm, warte, ich guck. Ja, da liegt's. Oh Gott, das ist weit weg. Alter. Und? Schwierig. Oh, ich hab's gleich. Ich komme nicht ran. Warte. Oh. Na? Ich bin dran gekommen. Aber ich hab's rausgeschmissen. Oh. Aber siehst du, wo es aufgekommen ist? Nee. Nee, sehe ich nicht. Siehst du irgendwas? Da ist ein kleiner Junge. Und er hat Federn auf dem Kopf. Ah, ja, und ich glaube, ich weiß nee, auch, wer... Nee, warte mal, ich weiß es auch. Ist ja nicht so, als hätte ich mein halbes Leben auf der TU Kochschule verbracht. Und mal im Ernst, die haben keine Möglichkeit ausgelassen, uns zu erklären, dass der Theo als Bub durchs Brunnental gefetzt ist und da Indianer gespielt hat. Ich glaube, das ist Theo Koch. Der Knabe vom Brunnental mit der Feder im Haar und
du träumtest von dem Leben der Indianer im Brasil, von Guyana, dem Rio Negro, vom Orinoco und dem Xingu, von dem Leben am Amazonas träumtest du. In der Hand machtest uns bekannt mit einem fernen Land. Was immer du auch suchtest, du fandest dir dein Glück und gabst der Welt viel davon zurück. Als Indianer gingst du leise, träumtest noch ein letztes Mal. Und dann gingst du auf die Reise mit der Feder im Haar, nach Guyana, zum Rio Negro, Orinoco und Xingu. Und dann endet deine Reise mit der Feder. Scharnier ist dir jetzt runtergefallen. Ja. Aber da war irgendwas komisch, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe nicht gehört, wie das unten aufgekommen ist. Wie geht das denn? Naja, vielleicht aus demselben Grund, warum uns die Leute draußen auch nicht hören. Weil alles, was wir sehen, spielt sich in der Vergangenheit ab. Aber alles, was wir hier drin erleben, in der Gegenwart. Verstehst du? Nee. Ah. So gar nicht. Ich auch nicht. Aber du warst doch gut in Physik, oder? Ja. Wenn ich hier was aus dem Fenster werfe, dann braucht das doch bestimmt so 2 Sekunden, bis es unten aufkommt, oder? Ja. Okay. Und wenn man eine SMS schreibt und einen Empfang hat, dann braucht die auch so 2 Sekunden, bis die raus ist, oder? Schon. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt dein Handy nehme und eine SMS schreibe
Und dann auf Senden drücke und das warum, aus dem Fenster werfe. Sag mal, spinnst du? Nee, ich glaube, es ist jetzt in irgendeinem anderen Jahrhundert verschwunden. Ha. Super. Ey, jetzt hör mal auf zu schmollen. Es war ja wohl mein eigenes Handy. Oh. Oh. Los! Alle rein hier! Die Soldaten von Lazarett sagen, dass in Grünberg heute Bomben fallen. Und im Bahnhof steht der Munitionszug und die Flieger sind schon unterwegs. Nein, 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 lass mich bitte, ich muss doch meine Kinder holen. Wo sind sie denn? Die spielen bestimmt in der Scheune in der Bahnhofstraße. Oh nein, oh nein. Es ist ja eh viel zu gefährlich rauszugehen. Martin, der Fremdarbeiter, der ist draußen, der sucht sie bestimmt. Ich hoffe es. Du glaubst doch nicht, dass der Zwangsarbeiter zurückkommt. Der haut doch ab, der Idiot. Jetzt red nicht so über ihn. Er ist ein guter Mensch. Und er hat mir echt viel geholfen. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. So, bei euch darf der Feind wohl auch noch am Tisch mitessen. Was machst du denn noch so für ihn? Schälst du ihm die Pellkartoffeln oder was? Der Feind, wenn ich das schon wieder höre. Wer hat diesen verdammten Krieg angefangen? In ein paar Wochen ist das sowieso vorbei. Den Krieg habt ihr verloren. Und der Ami steht halt schon am Rhein. Der Volkssturm wird sie aufhalten. Wir kämpfen bis zum letzten Mann. Mann? Du schickst unsere Kinder in den Tod. Wenn das der Ortsgruppenleiter erfährt, dann wirst du erschossen. Ach ja? Und bevor der Ami kommt, werde ich meine Bettlaken noch waschen, bevor ich sie aus dem Fenster hänge. Damit sie so richtig schön weiß sind. Und du, mit deinen Nazischägen, seid dann längst über alle Berge. Kinder sollen nicht draußen spielen, wenn Bomben fallen. Thank you.
sind wir beide hier, hinter dieser Tür. Sag mir, was hier mit uns passiert, was hat uns hierher geführt? Ist das Schnee von gestern, längst verflossene Zeit, oder weist er uns den Weg, wenn es wieder einmal schneit? Sind wir Schnee von gestern? Wirklich Schnee von gestern? Gestern und morgen verfließen dann und alles ist irgendwann. Alles ist irgendwann. Im Traum, da verfließen Raum und Zeit. Vielleicht ist das Wirklichkeit.
Nami, wir dürfen nicht einschlafen. Wir müssen irgendwie hier rausfinden. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Noah, ich bin hier oben. Und hier passiert schon wieder irgendwas. Aber diesmal, ich glaube, das sind Militär-LKWs oder so. Ja, und da sind Panzer. Ey, und die fahren direkt auf uns zu. Was soll das denn? Ja, warte mal, das müssten die Amerikaner sein. Ich schau mal in mein Skript, weil bisher haben wir ja wirklich alles so erlebt, wie ich es aufgeschrieben habe. Mhm. Was steht denn in deinem Skript als nächstes? Also, Einmarsch der Amerikaner, Sprengung des Munitionslagers im Diebsturm, bla bla bla, Rückkehr der Heimatvertriebenen, Wiederaufbau, Stadtsanierung. Warte mal, mach bitte mal den Stichpunkt mit der Sprengung nochmal auf. Ja. Also, im Diebsturm war ein Munitionslager der Wehrmacht und das haben die Amis gesprengt. Im Inneren wurde alles zerstört. Scheiße. Fuck. Hello? Hello? Can you hear me? Hey, we are here. Hello? Hey. Abi. Lösch es. Hey, lösch hello. Lösch es sofort. Du weißt, nein. Wenn du es nicht löschst, werden wir in die Luft gesprengt. Wir haben alles so erlebt, wie du es nicht löschst. One. Nein, Nami, das haben wir doch erst gehört. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Noah, kann dich beruhigen, ist keine Zeitschleife. Das ist definitiv nicht der echte Herold. Es ist doch Gallusmarkt. Im Jahr 2022. Oh. Rusty! Hallo Noah, das war ein ausgezeichneter Vortrag. Leider stellenweise ein bisschen zu spekulativ und fantasievoll. Deshalb kann ich dir nur eine 1 bis 2 geben. Aber ich kann dir sagen, es war sehr unterhaltsam, sehr lehrreich
Und du hast bestanden. Ich gratuliere. Grünberg. Ein großer Applaus für euch! Eure 800 Jahre Stadtgeschichte auf der Bühne. Ich hatte die große Ehre, für diese 800 Jahre Regie führen zu dürfen. Nicht ganz die Originalgeschichte, aber es hat mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit diesem wundervollen Ensemble zu arbeiten. Es hat mir heute Abend sehr viel Spaß gemacht, vor euch aufzutreten. Und ich würde jetzt noch einmal mit einem ganz großen Applaus das kreative Mastermind, den Produzenten, den Stückschreiber, den Autoren und den Komponisten auf die Bühne holen. Peter Herrmann! Hey, danke schön. Vielen Dank. Hey, das ist eine ganz schön große Ehre und eine ganz schön große Aufgabe gewesen, mein lieber Mann. Also, ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank an ein paar Leute und ich mache es schnell und ich mache es chronologisch. Die Susanne Tröller hatte die Idee, ein Musical über die Stadt Grünberg und seine Geschichte zu machen, hat das vorgetragen, der Karl-Horst Hausmann hat das weitergegeben, der hat gesagt, ich kenne da jemanden, der hat ein Musical geschrieben, der kann das und hat mich ins Spiel gebracht. Vielen Dank, ihr beiden. Dann hatten wir ein Treffen bei der Stadt. Vielen Dank an die Stadt Grünberg, die uns das genehmigt hat. Und vor allen Dingen Johanna Backel, die mich die ganze Zeit begleitet hat. Vielen, vielen Dank. Danke an Herrn Schlosser natürlich, der das die ganze Zeit unterstützt hat. Vielen, vielen Dank. Das nächste, was ich noch sagen möchte, ist, ich wollte es ja schnell machen. Nochmal die Schüler der Gallusschule, die sind schon jetzt weg. Einen Applaus noch, ganz schnell. Ich habe das beste Ensemble der Welt. Wir sind eine Band, Leute. Danke euch. An der Technik, Harald Frimmel, unser Meister hier, Veranstaltungsmeister, hat die technische Leitung, Harald Frimmel ist der Tonmann, Henrik Eckel hat die technische Leitung, Yannick Schäfer und Peter Schomber, vielen Dank für das Licht und den Ton und alles. Große Klasse. Ihr wisst, wir haben bis zuletzt ganz große Angst gehabt. Ihr wisst, dass eure Halle wunderschön ist und nicht so toll zu beschallen. Und heute Mittag hat man kein Wort verstanden. Und ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Es wird die Texte demnächst online geben und auch die Musik. Da vorne liegt eine Liste mit den Leuten, die hier alle mitgespielt haben. Die stelle ich nicht alle vor, aber jemanden ganz besonders. Wir sind nämlich ein kleiner Familienbetrieb. Hinter der Bühne verantwortlich für alles, für alle hier, dass die rechtzeitig auf die Bühne gekommen sind, verantwortlich für die Kostüme, meine wunderbare Frau Jacqueline Herrmann. Der Hannes Bauer, der Regisseur, der das so toll gemacht hat, ist der Sohn von Jacqueline übrigens. Und ihr Papa hat den Herrn Hartmut Miete vertreten heute. Heinz Bauer. Vielen Dank. Erzählt's allen weiter. Wir sind morgen wieder da. La, 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 la.